Das Zimmer-Tai-Chi. Tai-Chi kennt viele verschiedene Übungen, sogenannte Formen. Diese Übungen kombinieren verschiedene Grundelemente wie Fauststoß, Kick oder das Überkreuzen der Hände in immer neuen Variationen. Das Zimmer-Tai-Chi verwendet 10 der wichtigsten Grundelemente, die auch für Anfänger geeignet sind. Trotz der im Tai-Chi oft ausholenden Bewegungen benötigt man für das Zimmer-Tai-Chi nur wenig Platz. Daher auch der Name. Die erste Übung des Zimmer-Tai-Chi heißt den Affen vertreiben. Dabei greifen sie abwechselnd mit einem Arm seitlich hinter sich und stoßen mit der Hand sanft nach vorne. Die Bewegung der Arme gehen fließend ineinander über. Oberkörper und Schultern folgen den Armen. Bei der nächsten Übung, über das Knie streichen, beugen Sie jeweils ein Bein und strecken das andere. Der Oberkörper dreht sich, wobei eine Hand in einer angedeuteten Bewegung über das gebeugte Knie streicht, während die andere sanft vor der Brust nach vorne gestoßen wird. Nahtlos schließen die nächsten beiden Übungen an, die Mähne des Wildpferdes teilen und Wolkenhände heißen. Dabei drehen Sie den Oberkörper und bewegen die Hände und Arme in einer fließenden Bewegung. Achten Sie auf die ständige Verlagerung des Körperschwerpunktes durch das Verändern der Fußstellung. Dieses Be- und Entlasten der Beine im steten Wechsel gehört zu den Grundtechniken des Tai Chi Quan. Die nächste Übung, das goldene Huhn steht auf einem Bein, bereitet Anfängern sicher die meisten Schwierigkeiten. Auch hier bleibt der Körper entspannt. Um das Gleichgewicht zu halten, stellen Sie sich vor, Ihr Kopf wäre wie bei einer Marionette an einer Schnur befestigt. Direkt im Anschluss folgt ein sogenannter Fußkick, bei dem Sie auf einem Bein stehen und mit dem anderen sanft nach vorne stoßen. Wichtig: Die Füße sind nicht gestreckt, sondern die Zehen zeigen möglichst in Richtung Oberkörper. Der Kick wird mit der Ferse so weit ausgeführt, bis das Bein gestreckt ist. Die nächste Übung heißt den Spatzenschwanz fangen. Ihren bildlichen Namen verdankt sie der Bewegung, die simulieren soll, wie Oberkörper, Beine, Arme und Hände in einer fließenden Bewegung einem vorbeifliegenden Vogel folgen. Wichtig beim Tai Chi Quan ist ein ruhiger, steter Atem, der auch den Rhythmus vorgibt, in dem die Übungen ausgeführt werden. Der Atem sollte in die Bauchhöhle wie von selbst fließen, also ohne Anstrengung. Bei der letzten Übung kreuzen Sie die Hände vor der Brust und gehen langsam wieder in die Ausgangsposition zurück. Sie können das Zimmer-Tai-Chi mehrfach wiederholen und öfters am Tag eine Trainingseinheit einlegen.